Endlich Urlaub. Einfach mal auf eine abgelegene Insel reisen und die Seele baumeln lassen, ein bisschen Sport treiben, in der Spielhalle zocken, eine Ausstellung besuchen und die Geheimnisse uralter Monumente entschlüsseln. Als wundervolles Kleinod entpuppte sich The Tourist im Test als eine Art Grand Theft Auto für zwischendurch. Als würde man Lego-Figuren durch ihre Steinchenwelt schieben, fängt ein hübscher Tilt-Shift-Effekt die kleinen Inseln ein, auf denen man Dutzende Aufgaben erledigt oder einfach umherstreunt. Klein sind die Inseln deshalb, weil man binnen weniger Sekunden von Ost nach West bzw. Nord nach Süd gelangt. Klein sind auch die Aufgaben, weil es zum Beispiel reicht, irgendwo ein Foto zu knipsen und es beim Auftraggeber abzugeben. Die wollen dann allerdings mehrere Bilder, so dass man schon damit eine ganze Weile beschäftigt ist. Außerdem muss man erst coole Shorts kaufen, um surfen zu dürfen. Und man braucht Münzen, um an drei Spielhallenautomaten zu zocken. Für erledigte Aufgaben, von denen es erstaunlich viele gibt, erhält man dabei Taler, die man vor manchen Aufgaben zum Kaufen etwa der Shorts oder der Münzen benötigt. Das ist, worum es sich hier dreht. Und um das Entschlüsseln der Monumente, die auf einigen der Inseln stehen. Man muss ja erstmal herausfinden, wie man überhaupt hereinkommt, bevor man drinnen keine schweren, aber durchaus knifflige Herausforderungen meistert. Mal geht es um das Knacken eines Rätsels, mal um präzises Plattformspringen, oft um beides. Das ist der zwanglose rote Faden, wenn man so will. Schön ist, dass man sich dabei frei zwischen den Inseln bewegen darf, um die erfreulich zahlreichen Aufgaben in beliebiger Reihenfolge zu lösen. Weil man nur schrittweise neue Fähigkeiten wie den Doppelsprung oder das Sprinten erhält, ist der Zugang zu manchen Arealen zwar zunächst versperrt, das kommt den beschwingten Erkunden allerdings nicht in die Quere. Es sorgt eher für ein willkommenes Grübeln darüber, wie die Dinge hier zusammengehören und was man als nächstes tun könnte. Nur die etwas ungenaue Steuerung hat uns manchmal verstimmt. Sie macht einige Herausforderungen nämlich schwieriger, als sie eigentlich sind. Wer einmal über die 8 leuchtenden Kugeln gesprungen ist, weiß genau, was gemeint ist. Schön ist dafür, dass es in einigen der Minispiele um Punkte geht, so dass man sich eine ganze Zeit lang mit ihnen befassen kann. Weniger gefällt uns nur, dass es sich in Wirklichkeit eher um extrem vereinfachte Mikrospiele ohne Online-Ranglisten handelt, die dadurch zwar gut in das seichte Abenteuer passen, aber auch nicht lange motivieren. Es ist ein kleines Spiel. Ja, springen, laufen, unterhalten sowie kontextsensitives Interagieren ist quasi alles, was man tut. Es ist aber auch ein Spiel, in dem Konzept und Umsetzung auf ganz wundervolle Art zusammenkommen. Und eine zündende Idee ist im Zweifelsfalle einfach wichtiger als eine Sprengladung Blockbuster. Wie schön, dass es dieses Spiel gibt. Denn egal, was man hier tut, alles ist einfallsreich, liebevoll gemacht und auf eine schelmische Art amüsant, ohne je einen Lacher einzufordern. Diese durchgehend sympathische Stimmung ist Gold wert und zieht sich durch das gesamte kleine Abenteuer. Das gilt für den unverwechselbaren Stil genauso wie für die vielen unterschiedlichen Interaktionen, über die man dieses Mini-Wunderland entdeckt. Jede Herausforderung ist anders, jede gefundene Münze etwas Besonderes, jeder hier verbrachte Moment fühlt sich wie Urlaub an. Spielerisch ist The Tourist nicht überragend und auf lange Sicht wünschten wir uns einen länger motivierenden Ansporn. Dennoch kann man sich etwas weniger als 10 Stunden hiermit beschäftigen, falls man in Ruhe genießt und auch die Highscores aller Minispiele jagt. Und wir können euch nur ans Herz legen, das beides auch zu tun.